Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Voice 82 mit einem neuen Birnenblatt-Unboxing-Video für euch. Ja, und ich bekam ein Paket von meinem lieben Freund, dem Stefan von Birnenblatt, und da sind zwei Hardboxen drin, auf die schon viele drauf warten. Nämlich einmal die kleine Hardbox, einmal die große Hardbox. Und um was es sich handelt, habt ihr schon gesehen bei dem Thumbnail. Und zwar, es handelt sich hier um die Crystal Lake Memorials. Richtig cool. Und ich als alter Freitag der 13. Filmfan, ja, muss natürlich auch alle haben. Ist ja völlig logisch. Und da haben wir sie auch schon. Mit ein paar Aufklebern mit dabei. Fright Guys. Und nochmal Fright Guys. Hier ist der Jason drauf, wie es ausschaut. Und der Freddy. Können wir mal angucken. Und auf Englisch. Hier können wir auf die Webseite gucken, wenn es euch interessiert. Ja, und noch ein Aufkleber mit einem Totenkopf drauf. Richtig cool. Ja, und hier haben wir die zwei harte Boxen von Crystal Lake Memorials. Vielen Dank, lieber Stefan von Birnenblatt. Wirklich sau cool. Und ja, hier sind sie nun. Die Mediabooks sind ein bisschen noch in Verzug. Die sind noch in Produktion. Aber auch die schauen richtig cool aus. Denn wir haben hier einmal zwei verschiedene Covermotive. Einmal Cover A. Das schaut so aus. Und was soll ich dazu sagen? Hammergeil. Ist limited auf 333 Stück. Und dann noch Cover B, auch hier zu sehen, ist ebenfalls auf 333 Stück limitiert. Und was soll ich sagen, die Dinge sind einfach absolut geil und kommen natürlich auch in meine Sammlung. Gibt natürlich auch ein Exklusiv-Unboxing wieder von mir. Und hier erstmal die beiden Hardboxen, würde ich gerne mal zeigen. Aber nicht nur das, sondern es gibt ja auch noch zwei Mediabooks zu Never Sleeps Again und I Am Nancy von Nightmare Elm Street. Und da gibt es auch richtig coole Covermotive. Einmal Cover ist das Mediabook. Das schaut so aus, auch richtig stark. Limited auf 333 Stück. Ich finde einfach das Motiv richtig cool mit Freddy vorne drauf mit seinen Krallenhändchen. Und dann noch das Cover B, ebenfalls auf 333 Stück limitiert. Und ihr seht ihr schon, das Cover B passen perfekt zueinander, die ganzen Dokumentation von Crystal Lake Memorials und von Never Sleeps Again. Also wirklich richtig coole Teile. Aber jetzt erstmal ein bisschen genug Werbung gemacht für die Mediabooks. Muss leider gestehen, sind leider überall ausverkauft. Wahnsinn. Deswegen wirklich warme Semmeln, weil es eben auch eine extrem strenge Limitierungsnummer hat. Und weil es einfach richtig cool ausschaut. Also wirklich, sind echt bombengeil. Und ich freue mich auf die Mediabooks von allen beiden. Wirklich wie die Sau. Aber jetzt erstmal zu den Hardboxen. Und ihr seht ja auch schon, natürlich sind die Hardboxen vom Motiv her gleich, aber es gibt wirklich drei verschiedene Motive eben bei den Crystal Lake Memorials. Also jedes Covermotiv ist wirklich unterschiedlich. Und wir machen einfach mal die große Hardbox auf. Die große Hardbox ist limitiert auf 222 Stück und meine Nummer ist die Nummer 2. Richtig cool, richtig cool. Und ich hoffe, man hat es erkannt, eigentlich ist die Kamera. Es ist leider immer die alte Kamera. Ich hoffe, ich bekomme bald mal meine andere wieder. Denn irgendwie wird die Reparatur dauert immer länger. Keine Ahnung warum. Ja, wir machen die mal auf und sehr fest eingeschweißt, alter Schwede. Und leider ist, glaube ich, hier eine Disc, glaube ich, flöten gegangen. Das heißt, sie ist locker, denn hier wackelt sie mir extrem. So, aber jetzt mal ohne Folie hier Nummer 2 von 222 Stück. Und hier könnt ihr euch gerne mal das Inhalt mal durchlesen, um was es hier geht. Mit ein paar Produktionsbilder hinten drauf von der Produktion von Freitag der 13. Und hier eben das coole Covermotiv, wo gerade der liebe Jason ins Wasser absinkt mit der Kette um den Hals und er noch versucht nach Luft zu atmen und zu schnappen, aber klappt leider nicht. Müsste, glaube ich, Teil 6 sein, wenn mir alles täuscht. Und hier eben das Bein, schaut so aus, oben natürlich das Birnenblatt-Logo, dann Crystal Lake Memorials und hier eben dann das Blu-ray-Disc-Logo und nochmal ein kleines Motiv vom Cover, das schaut so aus nochmal, also wirklich richtig coole Zeichnung, wirklich war richtig stark
gefällt mir echt wie die Sau. Und nochmal, weil es so schön ist, wirklich war richtig cool. Hier machen wir auf. Und nein, die Discs haben gehalten, denn es war hier das kleine Booklet dazu, was ja von dem Zombie-Magazin geschrieben wurde, wie ihr hier seht, aber dazu gleich mehr. Und dann haben wir hier auch nochmal richtig cool, ich hatte ja auch schon die Erstauflage, also die in diesem Schuber. Und hier haben wir auch nochmal ein extra Birnenblatt-Motiv auf den Disc, hier einmal die Disc 1. Und ich kann euch wirklich diese Dokumentation wirklich ans Herz legen. Wer Freitag 13. mag, richtig geniale Dokumentation über diese Filme. Wirklich richtig klasse. Geht 4 Stunden insgesamt und wirklich echt interessant, das sich anzugucken. Ja, natürlich, wie man mir gewöhnt ist, hier eben die Hardbox schaut so aus. Also jetzt nichts weiter Besonderes drin, aber ist nun mal eine Hardbox. Deswegen bin ich eigentlich eher immer ein großer Fan eben von der Mediabox. Ja, das ist auf jeden Fall die Hardbox, die große Hardbox. Wie gesagt, ist limitiert auf 222 Stück. Gut, und jetzt würde ich mal sagen, wir machen mal die Kameraperspektive anders und schauen uns mal das kleine Booklet an, was da alles Schönes drin steht. Bis gleich hinter der Kamera. So, hier nun das Booklet zu Crystal Lake Memorials. Es ist etwas kleiner wegen das Mediabook, aber wie gesagt, es muss auch in die kleine Hardbox mit reinpassen. Und wir blenden einfach mal durch. Leider, wie gesagt, ich hoffe, dass die Kamera durchhält und nicht unscharf wird, denn ihr wisst ja. So, hier Freitag der 13. eine Retrospektive Long Night Camp Blood Chapter 1. Und wir blenden einfach hier mal durch und natürlich hier viele schöne Bilder von Sam Cunningham und natürlich auch von Freitag der 13., von dem lieben Jason und von der Mama. Und wirklich richtig coole Seiten, natürlich auch hier mit Seitenanzahl. Und wir blenden einfach hier mal durch. Und hier eben das Bild von der letzten Szene von dem ersten Teil. Dann hier die Jason-Maske. Sehr stark. Jason Voorhees slain. Und hier geht es dann weiter. Und hier dann ein paar Produktionsbilder zu Jason X. Und das hier schaut extrem aus nach Jason Goes to Hell. Ja, dann geht es hier weiter mit ein paar Zeichnungen. Und wir sind jetzt hier auf der letzten Seite, Seite 30 angekommen. Auch ein richtig cooles Bild von Jason, blutverschmiert. Richtig steig auf jeden Fall. Und dann noch die Rückseite nochmal, Crystal Lake Memorials, Disc 2. Hier nochmal dann die Inhaltsangabe von der Disc 2, Extras, Bildergalerie. Und hier nochmal Disc 1, habe ich vorhin ganz übersehen. Also ihr seht schon, Laufzeit 221 Minuten, Wahnsinn. Und der zweite Disc hat 179 Minuten, also habt ihr wirklich hier ganz viel zum Angucken. Richtig klasse. Wie gesagt, kann ich euch wirklich nur empfehlen, diese Dokumentation mal anzugucken, wer eben Freitag der 13. gerne mag. So, wir gehen wieder zurück zum Hauptschirm und dann gibt es noch die kleine Artbox. Ja, das war das Booklet zu Crystal Lake Memorials aus der großen Hardbox, die limitiert ist auf 222 Stück. Hier sieht man es noch einmal, wie gesagt, ich bin begeistert von diesem Motiv, wirklich war hammergeil. Und ja, das gehört hier rein. Also wie gesagt, die Discs haben gehalten, alles chico, alles super. Nur eben die Disc, das Booklet war eben lose drin gelegen, aber ist natürlich klar, ist ja kein Mediabook. So, dann haben wir hier noch dann die kleine Hardbox, wie gesagt, ist eigentlich vom Aufbau her gleich, nur dass die eben kleiner ist. Heißt ja auch kleine Hardbox. Hey, Scherzkeks. Ja, und diese Hardbox ist limitiert auf 111 Stück. Und da habe ich auch die Nummer 2 bekommen. Herzlichsten Dank. Irgendwie spielt es hier extrem. Hier machen wir auf. Und dann machen wir die auf. Na, geh doch runter, ein kleines Fühlchen. So, also hier nochmal. Jo, okay, hier das coole Motiv nochmal vorne drauf. Das, die Hardboxen sind auch alle bei den Glänzinger, wie ihr seht, also kein mattes. Und natürlich hier Crystal Lake Memorials in weißer Schrift.
Und hier nochmal am dünnen Spine Quist Lake Memorials. Und auch hier wieder die Inhaltsangabe von den Dokumentationen und natürlich auch hier nochmal die Limitierungsnummer 111 Stück von, ich habe mal Nummer 2 von 111 Stück, so. Eieiei. So, und innen drin haben wir natürlich auch, der Unterschied ist zwischen den beiden, ihr werdet es echt nicht fassen, und zwar, diese ist weiß und die andere ist natürlich auch komplett schwarz gehalten. Ihr seht hier schon, schwarz gehalten, habe ich jetzt ganz vergessen, heute bin ich nicht so ganz mit mir. Ja, aber wie gesagt, hier eben dann die andere Disc, die andere Hardbox, die kleine Hardbox ist hier in weiß. Muss ich gestehen, in schwarz gefällt es mir besser, passt auch besser zusammen. Und hier nochmal dann der Rahmen, zumindest der Rand, so schaut es aus. Und hier nochmal dann das Booklet, werde ich jetzt aber auch nicht mehr nochmal zeigen, weil es ist ja auch das identische Booklet zu, wie beim anderen auch drin. Und auf jeden Fall auch richtig stark. Also hier nochmal die kleine Hardbox und hier die große Hardbox. Wie gesagt, ist Covermotiv identisch. Dafür eben dann die Mediabox, haben wir nochmal zwei unterschiedliche, ja, Motive. Richtig cool. Ja, liebe Filmfreunde, wo man die noch kaufen kann? Sehr, sehr schwierig. Vielleicht mal bei so Auktionshäusern, wenn man Glück hat. Aber denke mal, da muss man auf jeden Fall schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Denn ein Bekannter von mir hat die für 80 Euro gekauft. Zumindest die Mediabooks, glaube ich, waren das, glaube ich. Und das ist natürlich schon wirklich heftig. Ja, auf jeden Fall hier. Man kann die auch mal bei HD Filmportal nachfragen. Vielleicht hat noch welche auf Lager, denn der hat ja auch hier in seinem Shop drin. Oder vielleicht nochmal beim Birnenblatt nachfragen. Aber ich glaube, also er hat mir schon gesagt, es schaut sehr schlecht aus. Es ist nichts mehr da im Lager von den schönen Dingen. Also ist wohl restlos ausverkauft. Aber die Hoffnung stirbt, wie es immer sagt, zuletzt. Ja, liebe Filmfreunde, das war's von dem Unboxing wieder zu den beiden Hardboxen von Quist Lake Memorials. Die Mediabooks werden natürlich auch noch bald folgen, sobald sie veröffentlicht sind. Und dann gibt es dir auch natürlich auch wieder dann das Video dazu, genauso wie zu Never Sleeps Again, wird es auch die beiden Hard Media Books auch auf meinem Kanal zu finden sein. Wer natürlich auch gerne mal diese Hardbox anschauen möchte, einfach auf meinem Kanal suchen unter Bühnenblatt Collection und dann habt ihr auch schon das schön drin als Unboxing-Video dafür. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Euer Fäusen80, tschüss mit Ö und tschüss.